Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Und wieder mit dabei ist der Onkel von Gamers Check LP. Ja, Hallöchen, Ja, der wuschelt schon wieder hier in meinem Licht rum. Und ja, in Gabax. der letzten Folge haben wir hier schön an dem Raumschiff rumgebastelt, richtig fachmännisch auf Seite gelegt, damit wir auch von unten bauen können. Außerdem habe ich mal gesehen, wie toll dieses Licht im Hintergrund aussieht, ne Onkel? Ja, Habe das ich hast du gesehen. bewundert. Hast du gesehen? Das sieht so richtig aus wie auf einer Nachtbaustelle. Also es Ja. sieht richtig genial aus. Das ist richtig. Ja, und ich würde sagen, Onkel, du kannst mal das zweite Standfüßlein hinbauen hinten. Und zwar hier, wo mein Lämpchen leuchtet. Damit wir nämlich hinten auch noch einen Fuß haben, damit wir das auch aufstellen können. Aber bitte nicht. Ja, okay, eigentlich hätte es andersrum sein müssen, aber nicht so schlimm. Warum? Das ist Egal. doch jetzt Passt schon. dann, ist Passt schon. doch. Es sieht eh aus wie ein hässliches Entlein, also kann eh nicht schlimmer werden. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze auch fliegt. War, upala. jetzt zweimal auf X, zack, up. Jetzt einmal drehen und jetzt so, zack und jetzt. Alter. So. So, Jawoll, stehst du nicht runter, ne? Alter. Nein. Jawohl, das sieht gut aus, ne? Alter So. Schwede. Und das Raumschiff ist so Geil, ne? pottenhässlich, aber trotzdem cool. Dadurch, dass es überall Ja, aber leuchtet. ich. So, aber ich muss jetzt mal gerade Geil, das kann man dann noch schauen, so wie. richtig schön hier Flügel hinten ran und boah, das Ding, das wird richtig geil. Das wird richtig geil, ja. Jetzt muss ich aber mal gerade schauen. Ich glaube, damit du mitfliegen kannst, brauchst du erstmal so ein Zusatzcockpit, ne? Kann das sein? Guck mal, abheben kann ich. Ich schwebe ja gerade, ne? Ja. Siehst du ja. So, oder? Damit du mitfliegen kannst, müssen wir jetzt erstmal noch so ein Zugersatzcockpit bauen. Das hatten wir ja schon mal in vorherigen Folgen. Da war ja dann Revano auch dabei. Ich würde sagen, das baue ich jetzt noch schnell. Und Ja. dann können wir auf zum Prometium. Weil das brauchen wir dringend. Wir haben nämlich kaum noch Prometium, um unsere Hütte hier mit Energie zu versorgen. Wichtig. Ich muss mal gerade schauen, was das hier ist, wo das hier ist. Kannst du auch mal gerade gucken, wo man hier diese. Ja, es gibt doch Du musst diese das noch mal Zusatz. aufheben. Ich habe mich getraut reinzusetzen, also umgefallen. No. Ich mach's gleich. Moment. Ja, das ist deine Ich Sache. muss. Ich Ich bin der Pilot hier. mach alles kaputt. Was wolltest du denn jetzt bitte? Wollte gucken, wie man die Cockpits baut. Also die Zusatzcockpits. Es gibt doch diese Passagiercockpits. Und da brauchst du mich dazu? Ja, ich wollte. Ah, hab's gefunden. Okay. Hab schon. Warte mal, aber das ist hier Hover Weasel und das ist Small Weasel. Ach, da. Ja, Okay. Wiesel. Weasel. Nagetbier. Ach, guck mal, es gibt sogar einen Passagiersitz offen. Da kann man sich. Kann man die Leute draußen dran setzen. Ist ja schön. Okay. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall so ein schräges Ding bauen. Wenn es nicht auch ein gerades gibt. Nee. Schräge. Zack. Was brauche ich denn dafür? Don't I don't know. Ich auch nicht. Ach da. Oh, ich kann es sogar bauen. Ich habe sogar alle Materialien. Das ist ja super. Das ist ja wie geplant hier. So. Dann. Oh, du erstickst gerade, glaube ich. Ja. Alles Dann baue ich. okay, der Mann stickt doch nicht. Alles klar. Alles klar bei dir? So. Ersticke schon nicht, Alter. So, jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Es gibt nämlich auch Frachtcontainer für das kleine Wiesel. So die letzten fünf Und das muss ich jetzt erstmal leeren. Oh, und Munitionskiste gibt es ja auch. Das Ding ist, dann können wir nämlich gleich ein bisschen mehr reinstopfen, wenn ich da auch ein Lager drin habe. Frachtbox, da haben wir sie doch. Bauen wir gleich zwei Stück. was ist denn, wenn ich das so mache? Dann ist aber das ist ja dann kein ist ja ein halbes ist ja kein halbes Fenster oder so, das sieht ja dann auch wieder assi aus. So, warte mal, haben wir denn genug Munition eigentlich für die? Hast du noch Verdampfermunition? Verdampfer, eine einzige Ladung. Dann nimm dir gleich mal aus meinem Constructor Verdampfermunition raus. Dann hast du nämlich auch mal genug.
Warte, ich mach noch meine. So, meine drei letzten. Ach so, wenn ich jetzt das Gebäude abseits baue, muss ich ja auch wieder so einen Kern hinsetzen, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ja. Wobei, nee, nicht wenn es direkt dran sitzt, glaube ich. Ja, mache ich ja, das ist ja eine Brücke dazwischen. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ich sehe gerade, wir brauchen noch ein paar mehr Treibstoffe, sage ich schon hier. Wie heißen sie denn? Energiezellen. Wie hast du es denn geschafft, dass der sich auf den Boden geschmissen hat hier? Ich bin eingestiegen. Ich habe A gedrückt. Ja, das ist natürlich. Nee, schlecht. Ich habe mit der Maus nach links gezogen, weil ich wollte mal nach links gucken, so zum Gebäude zu, und dann bin ich umgekippt. Warum soll ich denn das aus deinem Gerät hier rausnehmen? Da ist doch gar nichts drin in deinem Fabricator. Doch, da ist Verdampfermunition drin. Hab ich extra reingelegt. Ach hier. Alter Schwede. Achso, ich wollte ja noch was aufteilen hier. Weil wir haben ja noch das. Und das. Okay, das musst du dann auch wieder hinsetzen. Oh. Und das. Ja. Wobei nicht unbedingt. Das könnte ich jetzt theoretisch hier direkt hinbauen. So, irgendwas ist jetzt hier gerade falsch gelaufen, oder? Hot hässlich, aber funktional. So. Erstmal egal. Hauptsache, wir können damit fliegen. Das ist das Allerwichtigste. So. Und dann können wir nämlich schon vor Ort direkt die Energiezellen bauen. Hast du noch Energiezellen? Kraftstoffzellen? Was ist denn das, was ich immer... Hörst du mich? Was? Hast du noch Energiezellen? Kraftstoffzellen? Nein, ich habe die alle hinten in die Kiste rein, hab ich schon gesagt. Okay, dann habe ich die jetzt rausgenommen. Warte, nimm lieber zur Reserve noch ein paar mit. Und noch zwei. Und so ein Kühlschrank für unterwegs wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Warte mal, ich glaube, ich habe hier was verpeilt, aber komplett. Warte mal, warum denn? Weil ich hier total durcheinander kam. Du hattest, glaube ich, mehr von diesen Kupferbahnen, oder? Puh, eigentlich nicht, keine Ahnung. Ich hatte das mal irgendwann alles aufgeteilt. Ich habe irgendwas verpeilt. Kühlschrank! Ich kann gar keinen Kühlschrank bauen, sehe ich gerade. Doch, da. Aber... Was bauen wir denn hin, was aussieht wie ein Geländer? Weil ich möchte gerne ein Geländer. Gibt's doch bestimmt schon so. Das ist doch eine halbe Innenwand, oder? Ist das eine ganze? Nee, es gibt's wirklich nicht. Es gibt ja alles, aber keine Geländer. Hast du gehört? Ich nehme jetzt noch einen Kühlschrank mit drauf und dann haben wir eigentlich so einen kleinen Allrounder-Ship. Allrounder-Ship, womit wir erstmal gut was craften können. Block-Wand. Ich glaube, ich baue mal das und ich baue mal das und mal gucken, was das ist. Ich baue mal das und das und das und das. Können wir ja auch immer bauen und dann gucken, was das ist, ne? Genau. Okay, das ist zu groß. Das ist scheiße, okay. Ja, das ist zu groß, das ist scheiße. Wir haben hier nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise aussieht wie ein Geländer. Nur eine riesengroße, durchsichtige Wand. Das ist ja schön. Du meinst ein Fenster? Ja, diese Gitterfenster. Richtig durchsehen. Ach, das kommt. Ich mache Ivano langsam Konkurrenz. Nein, was macht denn das Raumschiff? Es entscheidet sich einfach spontan auf die Seite zu legen. Das ist ja. Ich saß nicht drin. Wirklich nicht. Was? Ich saß nicht drin. Wirklich nicht. Aha. Soll ich dir jetzt glauben? Ja. Da saß bestimmt Rivano drin. Ja, da war heimlich mal ganz heimlich da und hat sich reingesetzt. Oh Gott. Wenn es hier wenigstens so halbe Wände gäbe oder so ein Kack. Jetzt werfe ich in deinen da rein. Zack, da kommen nochmal ein paar Energiezellen rein. So, Kollege. Also willst du mal mit? Sehr unzufrieden mit den Bausachen, die man hier machen kann. Okay. Gibt keine Geländer. Würdest du dich mal gerne mit in das Raumschiff werfen, damit wir mal ganz kurz zur Prometheum... Damit wir ganz kurz mal zum Prometheum fliegen können. Oh, da ist die Lampe wieder. Muss aber gerade erstmal gucken, wo das ist. Jetzt lass ja nicht, dass ich wieder nach hinten gucken muss oder so.
Kobold. Nein, nein, ich hab's extra so gebaut, dass du nach vorne guckst. Hä, wo denn? Hinten. Ernsthaft? So eine übelste Katze. Ja. Aber okay, gut. Man kann bauen. Erfahren. So, kannst du mal gerade gucken, ob du Prometheum findest? Irgendwo hatten wir das doch gefunden. Kann man denn das jetzt an der... Ach nee, pass auf, wir haben noch gar kein Prometheum gefunden gehabt. Verdammt. Wow. Bist du schon eingestiegen? Ja, ich würde sagen, es funktioniert drüber. Ich glaube, du bist zu schwer. Das nein, kann Quatsch. Sein, ja. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich muss jetzt aber gerade erstmal gucken. Gab doch irgendwo die Möglichkeit, eine Außenansicht zu machen, ne? Ich don't know. Welche Taste war denn das? Ich möchte kannst du mal durchprobieren? Nicht wild drauf rumdrücken, ehrlich gesagt. So. Ach, warte mal, wir können ja mal ganz kurz escape. Ja, ich fliege schon mal los. Steuerung. Weil da steht, wir müssen erstmal Prometheum finden. Ich fliege mal nicht so schnell, weil sonst stürzen wir vielleicht ab. Das wäre ja nicht so toll. Zu dem Berg fliege ich einfach mal hin. Vielleicht haben wir ja Glück. Ansicht wechseln, habe ich keine Taste. Oh, guck mal. Prometheum perfekt. Mal. Gleich. Da musst du selber gucken, angestellt. Weil ich habe keine. Jetzt habe ich Enter. Also Tab Numpad Enter. Enter. Okay. Numpad Enter. Doch, richtig. So, warte mal. Alter. Oh, 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 oh. Solltest du bitte oh, so lange, dass wir das überleben? Das oh. Oh, 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 oh. Alter. Alter. Alter, warum schwenkt das? Krass, kann ich aufhören. Alter. Oh, mein Herz. So. Lande jetzt einfach. Oh, ich steige jetzt einfach aus hier. Oh, wir waren ja noch so weit oben. So, egal, du hast so ein Jetpack. So, wunderbar. Aber das machen wir jetzt auch in der Zeit aus, weil sonst verbraucht der unnötig den Strom. Ja, bing. Ja, kipp. Ja, ja. Raumschiff müde, Raumschiff schlafen. Genau, Raumschiff müde. So, raus mit den Waffen oder mit den Abbaugeräten und warte mal, wir müssen uns erstmal drüber stellen. So. Nochmal. Weil Prometheum ist ja echt wichtig momentan, ne? Das brauchen wir. Unmengen. Ja, boah. Ja, gefunden. Perfekt. Gefunden. Und das können wir sogar gleich direkt vercraften, ne? Also können wir direkt gleich neue Zellen bauen mit. Ich da ja auch die Konstruktion. Warum ist das die Blocks oder was? Was ist das? Achso, Spinne. Ja doch, wir müssen doch aus diesem Prometheum erstmal diese komischen Prometheum-Sticks bauen, oder was das sind. Und daraus bauen wir dann die Energiezellen. Also die Kraftstoffzellen. Sieht aus wie angemalt, ne? Schön, ne? Hat irgendwas... Utz, 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 Disco-like. Stimmt. Schwarzlicht. So, ja, genau. In dem Fall eher Blaulicht, aber... Tatü, tatü. Mach keinen Scheiß. So, was haben wir denn jetzt? Wie hast du schon? Ich hab keine Ahnung. Moment, ich ja, 30, ist ja nicht viel. Wir haben zum Glück mit genug dabei. Also ich habe 54. Was? Willst du auch mit meinem mit ein, oder ja, was? Ja, ich geh doch einfach hier drüber und sammle das ein. Ist doch eh scheißegal. So. Endeffekt teilen wir es doch eh auf. Ja, natürlich. Nein, alles meins! Mein Schatz! So, kommen wir denn hier noch raus? Ja. Buddeln wir uns frei. Jetpack spätestens. Buddeln wir uns einfach frei. Wir buddeln uns einfach in die nächste... Einfach einmal durch den Planeten durch. Genau. Das Raumschiff dann durchstellen. Stimmt. Stimmt. Oh. Oh, was? Ich hab dich angefackelt. Wie schlimm. Warte mal. Mach hier schon mal einen Weg nach oben wieder. Na. Unser Schiff, das schläft erstmal so lange. Kannst du eben sparen. Ja gerade so viel transportieren. Na,
möchte da jetzt eine Schräge bauen. Da wird nichts, weil ich die immer wieder abbaue, weil ich das Zeug haben will. Merk's. Lal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 a. Wir sind die Abbauarbeiter. Wir sind die Abbauarbeiter. Boah, aber irgendwie kriegst du aber auch einen totalen Harry, wenn du so ein bisschen auf das Blaue klotzt. Klack, klack, klack. Nee, klack, klack. Oh, guck mal, wir haben noch was anderes. So, kommen wir hier jetzt mal hoch wieder. Genau, perfekt. So, wo ist das schlafende Raumschiff? Da. Das, wie das aussieht, ist immer auf der Seite liegt. Ich glaube, wir brauchen echt links und rechts so Flügel, damit es nicht umkippt. Ich glaube auch. Träger noch. Ich glaube auch. Ich denn da? Ja, ich Stützräder. Komm Stützräder. Genau. Ich komme trotzdem an den Konstruktor. Das ist gut. So, ach so, ja, wandelst du gleich um, das ist gut. Richtig, natürlich. Dafür muss natürlich das an hier. Und ich drehe mal. So, hinstellen. So. Warte mal, es gab doch eine Taste zum Verankern, ne? Warte mal. Fahrwerk, da haben wir doch. Fahrwerk, dann powered ist powered. Okay. Damit die halt gleich automatisch. Ach nee, dafür brauchte man extra, glaube ich, so eine Undock-Vorrichtung. Gut, dann fassen wir es jetzt einfach nicht an. Also in Form von Gegenlaufen oder so. Passiert auch nichts. Wie er lacht, weil er genau weiß, dass es egal ist. Krieg ich hin. Selbst mit Gegenpusten. Oh, das wird schwer. Wird ihn so kurz vorm Raum schon vor sich niesen? Oh, da kommt aber ganz schön viel raus. Was ist hier Raumschiff? Also aus diesem Momentum. Also wir haben jetzt schon ein Ding kommen. Gucken. Kommt 10. 10 Prometheum Pellets. Aus 10 kannst du eine Kraftstoffzelle bauen. Also können wir jetzt schon ein paar bauen. Das ist schon nice. Ja, aber wir können ja dann auch irgendwann mal die Superkraftstoffzellen bauen, ne? Meinst du die Hydrogen, ne? Aus Wasserstoff. Nee, auch aus. Ach nee, die hast du nicht. Nee, aus Promethium. Musst du meine Technik bauen. Da gibt's noch bessere? Gucken wir mal in Taktik. Taktik, sag ich schon wieder. Technik bauen. So, Tool, Taktikschuh. Base, Bisk, glaube ich, war das, ne? Ach, da tatsächlich, groß. Ah, guck mal, die haben Brennwert von 100 pro Stück. Krass. Aber es gibt auch die Hydrogen-Kraftstoffzellen. Die haben zwar nur die Hälfte an Brennstoff, aber die bestehen aus Wasserstoff. Also, quasi aus dem, was wir aus dem. Wir haben doch diesen Generator, wo wir da Wasser rausholen. Richtig. Den haben wir. Was ist das denn? Ach guck mal, es gibt noch einen Wassergenerator. Ich puste mit meinem Puster gegen die Wände und es fallen Steine raus. Das ist ja super. Schön machst du das. Steinpuster. Stolz auf dich. Danke viel. Danke. Danke. Das freut mich. Wenigstens einer ist stolz auf mich. Meine Mama hat immer gesagt... Genau. Oh, boah, oh, 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 hier, meins. Bist du immer noch im Loch? Ja, natürlich bin ich noch im Loch. Der Lochfühler. Ich habe mir gerade vorgenommen, einmal ein Loch komplett abzubauen. Okay. Und warum nicht gerade mit Prometheum? Prometheus. Genau. Ja, wobei jetzt haben wir natürlich erstmal eine Weile. Vielleicht sollten wir das lieber nochmal da lassen, das Lager. Ja, jetzt wissen wir, wo eins ist. Das wäre doch nicht schlecht. Weil wir könnten eigentlich gleich in der nächsten Folge, weil es gleich schon wieder soweit ist, mal eine kleine Flugrundshow machen, oder? Eine Flugrundshow? Ja,
Ja, also so ein bisschen auf dem Planeten. Auf dem Planeten, das ja. Mich... Das, ist und dann bist du auch mal Pilot, weißt du? Ja, bestimmt auch mal fliegen möchtest. Das können wir versuchen. Aber ich würde mich nicht trauen, momentan ins All zu fliegen, weil... Nein, das ist... Ja. Nein, das ist die Priorität, Das ist der... So. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh. Hab ich, glaube ich, das Vieh angekündigt. So. Ja, ich würde sagen... du bullst jetzt hier noch ein bisschen weiter runter. Reimt sich. Und ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal den Part. Du weißt schon, wir sind soweit. Das Raumschiff steht da ja schön und produziert. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einfach mal einen Daumen da lassen. Okay. Beim Onkel, also beim Gamerscheck LP, vorbeischauen. Der macht auch noch coole andere Projekte, außer Imperium. Und ja, würde ich sagen, dann, ne, Onkel? Ja, ja. Mir ist gerade aufgefallen, ich hätte vielleicht mal den Verdampfer ausstellen sollen, wo du dich verabschiedest, weil... Gar kein Problem. Der war ja laut. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.